Was ist, wenn mir Internetprovider eine schnellere Geschwindigkeit zusichern, als sie wirklich leisten können? Und darf ich jetzt die Kontakte aus meinem Handy zu WhatsApp geben oder nicht? Wir klären es in diesen Nutzerfragen. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und es ist schon wieder mal Sonntag, Ende des Wochenendes. Aber ich kann euch beglücken nochmal mit der Beantwortung eurer Nutzerfragen, die ihr mir gestellt habt. Und die erste Frage kommt von Elle Elli. Ja, sie fragt, wie kann es sein, dass ein Großteil der Bevölkerung schon seit Jahren von Internetprovidern übers Ohr gehauen wird? Da wird eine 16.000er-Leitung beworben, hat aber in Wirklichkeit nur 12.000. 1000, was ist das? Mbit, 12 Mbit, also 16 Mbit hat nur 12 Mbit. Wie kann das sein? Oder bin ich der Einzige, den das auf die Palme bringt? Nein, 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 du bist natürlich nicht der Einzige, den das auf die Palme bringt. Verbraucherschützer bringt das schon länger auf die Palme. Insofern haben die Internetprovider meist auch eins auf den Deckel bekommen, wenn die Verbraucherschützer sie abgemahnt haben und gesagt haben, ihr dürft so nicht in die Werbung gehen und sagen, bis zu 16 Mbit und in Wirklichkeit können nur 12 Mbit an dem jeweiligen Standort geliefert werden. Ansonsten, neben den Verbraucherschützern, könnten auch noch die jeweiligen Provider sich untereinander abmahnen. Aber da kratzt natürlich eine Krähe der anderen kein Auge aus. Denn alle Provider liefern nicht die maximal beworbene Geschwindigkeit, sodass man sich da keine weiteren Hoffnungen machen muss, dass von der Seite aus Hilfe droht. Schwierig wird es für euch, wenn ihr nicht die zugesicherte Leistung bekommt. Denn normalerweise wird diese Leistung nicht in den Vertrag reingeschrieben. Oder in dem Vertrag steht irgendwas ganz Vages drin. Da müsste man ins Detail gehen. Es gibt, soweit ich weiß, Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, wenn euch 16 Mbit versprochen werden und dauerhaft 10-15% weniger an Leistung gebracht werden, und dazu müsst ihr ständig Messungen durchführen, dann kommt ihr auch aus dem Vertrag wieder raus. Das wäre dann von euch entsprechend zu beweisen, ist sehr, sehr schwer und tatsächlich ein Ärgernis. Aber es soll bald eine Abschaffung kommen, es soll eine Transparenzverordnung für die Telekommunikationsbranche geben, damit genau solche Versprechen künftig nicht mehr möglich sind. Dann gibt es eine Frage von Empire Logics, Psychologie einfach erklärt. Ich habe mir mal die AGB von WhatsApp angeschaut, da ist Folgendes zu lesen. Du stellst uns regelmäßig Telefonnummern von WhatsApp-Nutzern und deinen sonstigen Kontakten in deinem Mobilfunk-Adressbuch zur Verfügung. Du bestätigst, dass du autorisiert bist, solche Telefonnummern zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere Dienste anbieten können. Im Klartext sagt er, ich bestätige, dass ich die Namen und Handynummern meiner Freunde an WhatsApp weitergeben darf und meine Freunde gefragt habe. Ja, kein Mensch hat seine Freunde gefragt, ob er die Daten von WhatsApp so einfach weitergeben darf. Und alle bestätigen das. Ist das nicht illegal? Na klar, ist das illegal. Jeder von euch, der WhatsApp hat zu 99,99999999% schon einen Datenschutzverstoß begangen, indem er nämlich die ganzen Handynummern seiner Freunde an WhatsApp weitergegeben hat. WhatsApp macht sich da einfach, genau wie du sagst. Ich schreibe einfach in die AGB rein, du bestätigst uns, dass du autorisiert bist, diese Daten weiterzugeben. Doch so einfach geht es natürlich nicht. Das ist eine versteckte Klausel, sagen die Verbraucherschützer, haben deswegen jetzt WhatsApp abgemahnt und gesagt, das kann man nicht bringen, einfach jetzt sagen, du bestätigst uns das. Man muss schon konkret die Leute darauf hinweisen, dass die wirklich mit ihren Freunden sprechen müssen. Und zwar mit jedem Einzelnen, den sie dann, dessen Telefonnummer sie an WhatsApp übertragen. Vorher kann man das nicht. Man kann nicht mit einem Klick sagen, los, alles ans WhatsApp übertragen. Und da wird es eine Klage geben, von der ich hier an entsprechender Stelle auch berichten werde. Und die nächste Frage kommt von einem treuen Zuschauer, nämlich Copykit. Er fragt, kann ein Finderlohn vom Finder tatsächlich verlangt werden und zur Not auch rechtlich durchgebracht werden, auch wenn der Eigentümer den Fund nicht mit einem Finderlohn propagiert hat? Ja, das ist gesetzlich geregelt im Paragraphen 971 BGB. Da steht der Finderlohn, könnt ihr mal bei Google eingeben. Es heißt, dass der Finderlohn 5% beträgt bis zu einem Wert von 500 Euro für die Sache und vom Mehrwert, also von 500 Euro meinetwegen bis 1000 Euro, kriegt ihr nochmal 3% obendrauf. Wie entsteht also so ein Anspruch? Der Anspruch besteht, das ist ein sogenannter gesetzlicher Anspruch, das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis zwischen dem Finder und demjenigen, dem etwas verloren gegangen ist. Und der entsteht dadurch, dass der Finder den Fund anzeigt, das ist seine Pflicht, zum Beispiel bei der Polizei oder einem öffentlichen Fundbüro.
Oder eben entsprechend lange verwahrt und er muss gewisse Angaben über den Fundort machen, damit nachher demjenigen, dem die Sache verloren gegangen ist, die Sache auch wieder zugeordnet werden kann. Und weil man eben so viele Pflichten als Finder hat, ist derjenige, der der Verlierer ist, der also eine Sache verloren hat, auch verpflichtet für die ganzen Pflichten des Finders, also die Abgabepflichten, die Protokollpflichten und so weiter, ihm was abzugeben. Und so bekommt man eben einen automatischen Finderlohn. Schwierig wird es bei Sachen wie einer Bombe, die letztens mal gefunden worden ist. Habe ich euch hier mal ein längeres Video zu gemacht, wie da der Finderlohn berechnet wird. Das war schon sehr spannend. Also lohnt sich auch das Video anzuschauen. Bis hierhin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss und bis morgen.